Das D in der Story von One Piece ist immer noch ein riesiges Geheimnis. Was bedeutet dieser geheime Buchstabe in den Namen einiger One Piece Charaktere? Devil, Destroyer oder doch etwas ganz anderes? Heute stelle ich euch meine Gedanken zu dem D und dessen wahrer Bedeutung vor und wie ich mir diese Wirkung auf die Story von One Piece ausmale. Das D, welches uns von Anfang an begleitet hat, nimmt mittlerweile Form an und wenn man einige Dinge betrachtet und zusammenführt, dann kann es sogar dazu führen, dass man versteht, wofür es steht. Wir haben mittlerweile 900 Kapitel, 900 Kapitel der Greatness, eine Wahnsinnsstory und enorm viele soziale Grundsätze aus den Federn Eiichiro Odas entnehmen können. Das größte Geheimnis werden wir heute eventuell nicht lüften können, aber vielleicht nur einen kleinen Anfang von etwas ganz Großem. Ein enorm wichtiger Grundpfeiler meiner Theorie sind Dinge, die man anfangs vielleicht nicht für allzu wichtig ansieht, jedoch wenn man genauer überlegt, kommt man immer mehr in diese Aha-Trance und fängt vielleicht sogar langsam an zu verstehen, wieso gerade genau das passiert ist, was passiert. Eiichiro Oda macht alles mit 100%iger Genauigkeit und darauf konzentrieren wir uns heute. Und bevor wir nun wirklich in die Materie reingehen, möchte ich euch kurz vorher noch etwas Wichtiges zeigen.世界を夜明けと導く者たちだと俺は信じる。エドロ、やがて来るぜよ。世界の夜明けが。ガラニャーニャーニャーニャーニャー。イブラの一味はやがてユガララを超え世界を変える。 やつらに何ができる。ここをどこだと思ってるボン。ホールケーキアイランドだボン。それがどうした。俺は麦わらの一味を信じる。そう思えばこそ残りわずかなこの寿命も使って悔いなし。 Und mit diesem kleinen Clip kommen wir nun zum Hauptbindeglied Nummer 1 meiner Theorie, nämlich der One Piece Charakter Pedro. Aktuell im Manga ist Pedro für tot erklärt und das hatte auch alles seinen Grund. Wieso ist Pedro aber für die Bedeutung des Dies so wichtig? Das erkläre ich euch jetzt. Pedro war einst ein Charakter, der Goldie Roger getroffen hatte, als er noch ein Kind war. Wir hatten in Kapitel 878 die Lebensideologie von Pedro näher erläutert bekommen. Als Pedro nämlich noch ein Kind war, bat er Goldie Roger und Kuzuki Oden darum, sie bei ihrer Reise zu begleiten. Roger vertröstete den jungen Ming-Krieger jedoch, versicherte ihm aber, dass auch seine Sternstunde früher oder später kommen wird. Einige Jahre später erfuhr Pedro von Wanda, dass Roger verstorben sei. Nun, ungefähr 9 Jahre später gründete Pedro seine eigene Piratenbande, die Nox Piratenbande, um mehr über die Pornoglyphen herauszufinden. Begleitet wurde er unter anderem von Peckoms. Pedro selbst betrachtete sich zu Beginn an mehr als Entdecker. Trotzdem setzte die Weltregierung ein hohes Kopfgeld auf ihn aus und deklarierte ihn somit als Piraten. Vor 5 Jahren landeten die Nox-Piraten in Big Moms Territorium, wo Pedro einen Kampf gegen Baron Tamago verlor. Pedros Gefährte Seppo wurde zu dieser Zeit von Big Mom seiner gesamten Lebenszeit beraubt und wurde somit getötet. Da Big Mom mit Seppos Leben nicht die geforderten 100 Jahre Lebenszeit erhalten hatte, forderte sie von Pedro, der zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt war, weitere 70 Jahre ein. Durch Peckoms Flehen reduzierte Big Mom die Strafe auf 60 Jahre. Um lebendig nach Su zurückkehren zu können, opferte Pedro sein linkes Auge und bot es Big Mom an. Aus Respekt vor dieser Tat reduzierte sie die Strafe erneut und das dann nur auf 50 Jahre. Anschließend kehrte Pedro nach Su zurück und wurde Hauptmann der Wächter. Pedro hatte niemandem aus Su von seinem Treffen mit Big Mom erzählt. Nun fragt ihr euch, wozu diese Information? Es beginnt nämlich alles mit der Bedeutung des Namen von Pedros Piratenbande, nämlich die Nox-Piraten. In Kapitel 878, welches ich vorher schon erwähnt habe, wird die Bedeutung dieses Namens nämlich erklärt. Die Nox-Piratenbande bzw. der Name Nox bezieht sich nämlich auf die Nacht, ja, sprich die Dunkelheit, die aktuell ihren dunklen Schatten auf die Welt von One Piece wirft. Hierzu gibt es ein sehr gutes Zitat von Eustace Captain Kidd, welches wie folgt lautet: Tenryubito, Sklaven, Menschenhandel. Im Vergleich zu dieser einfach nur gierigen Oberschicht, welche die Welt beherrscht, erscheint es fast so, als seien die Schurken dieser Welt auf der Seite der Moral. Siehst du, wenn Abschaum die Welt beherrscht, dann produziert die Welt nur noch mehr Abschaum. Hey, und um nicht zu vergessen, wir Piraten stehen wenigstens zu unseren Taten, oder?
Aktuell streckt sich diese Dunkelheit bzw. Nacht über die komplette Welt von One Piece und schuld dafür sind die Grausamkeiten, nicht nur die mancher Piraten, sondern hauptsächlich auch derer, die normalerweise und auch augenscheinlich die Guten zu sein scheinen. Gemeint ist hiermit die Moral der Weltregierung und die der Tenryubito. Aber nochmal zurück zu Pedro, denn er ergänzt die Bedeutung der Nox-Piraten um ein wichtiges Detail, nämlich mit folgenden Worten. Es gibt keine Nächte, die nicht mit der Morgendämmerung enden. Mit anderen Worten, Nox, die Nacht steht für die Dunkelheit vor der Morgendämmerung. Diese Weisheit dieser moralischen Einstellung, dass jede Nacht und sei sie noch so lange irgendwann immer mit einer Morgendämmerung endet und die damit verbundene Bedeutung, dass es keine unendliche Nacht der Dunkelheit gibt und reflektieren wir nun diese Aussage auf die Welt von One Piece, welche aktuell sehr wohl in der Dunkelheit unter dem Deckmantel der Moral der Weltregierung liegt, betroffen ist, so haben wir das eigentliche Problem nun erkannt. Die Weltregierung, die Nacht, die Morgendämmerung, das alles, weil Pedro damals einen Roger treffen durfte, das alles wegen des Wahnsinnseindruckes, welches Roger bei Pedro mit seinen Worten erreichen konnte. Roger sagte nämlich zu dem jungen Pedro, nachdem er Roger bat, ihn begleiten zu dürfen, Junge, du musst dich bereithalten und noch etwas Geduld haben. Meine Zeit ist begrenzt, höre mir genau zu. Früher oder später kommt für jeden der Zeitpunkt, an dem er an der Reihe ist. Das hatte Pedro natürlich verinnerlicht und hat sich dazu entschlossen zu warten und das mit Erfolg, nämlich auf die Strohhutbande, welche genau den gleichen Wahnsinnseindruck auf Pedro machten, wie Roger es einst tat. Pedro entschied sich, die Strohhüte zu begleiten, sie zu unterstützen und sich schlussendlich für sie auch zu opfern, für die Morgendämmerung, um die bisher lang anhaltende Nacht, welche seit ca. 800 Jahren anhält, zu beenden. Nun, ihr habt jetzt des Öfteren das Wort Morgendämmerung bzw. Dämmerung gehört und genau das ist für mich die Bedeutung für das D. Denn wie wir jetzt wissen, endet eine Nacht, egal wie lange sie ist, immer mit einer Morgendämmerung. Ich hoffe, ihr könnt diese Weisheit verinnerlichen und versteht die Bedeutung dahinter. Das Wort Dämmerung bedeutet außerdem auch im Englischen Dawn, sprich das D bedeutet im Original Dawn und Dämmerung wäre hierbei einfach die deutsche Übersetzung. Da haben wir echt Glück gehabt, dass die Dämmerung ebenfalls mit einem D anfängt, jedoch ist dieses Dawn bzw. die Dämmerung schon öfters in One Piece vorgekommen. Nun kommen wir aber zu den Beweisen, die meine Theorie untermauern. Erstens, Pedros Charakter. Unter einem die Bedeutung von Pedros Charakter in One Piece, welche Oda perfekt eingebaut und umgesetzt hat, er opferte sich im Namen der Nox-Piraten für die Dämmerung, dem Ende dieser langen Nacht und starb für diese, nachdem er auf Bitte von Roger Geduld und auf den richtigen Moment abgewartet hatte, nämlich die Strohhutbande. Zweitens, der Mond. Der Mond in der Welt von One Piece trägt ebenso seinen Beitrag hierbei. Wie anfangs gesagt, werden wir heute nicht die gesamte Wahrheit herausfinden, leider, aber allein die Tatsache, dass der Mond in der Nacht von der Sonne angestrahlt wird und dieser das Licht der Sonne auf die Erde reflektiert und somit, auch wenn nur ein wenig Licht ins Dunkle bringt, macht ihn das für mich schon erwähnenswert. Drittens, der Kampf Ace vs. Blackbeard. Blackbeard symbolisiert in One Piece die Dunkelheit als Charakter, im Gegenzug gab es Ace, der hier die Sonne mit seiner Feuerfrucht symbolisierte und genau dieser letzte Satz vor der finalen Attacke beider hat eine ungeheure Wichtung. Die Sonne oder die Dunkelheit? Es kann nur einen Sieger geben. Und Ace, Symbol der Sonne, verlor diesen Kampf. Damit wurde uns halt gezeigt, dass Ace nicht der Auserwählte war. Immerhin wollte Whitebeard Ace zum Piratenkönig machen und somit eine Dawn einleiten, sprich eine Dämmerung. Denn Whitebeard hat von Roger die wahre Bedeutung des Dies beigebracht bekommen. Und mit dem Tod von Ace erbte Ruffy nun seinen Willen, um als Dämmerung Licht in die Dunkelheit zu bringen. Eine weitere Symbolik wäre hier ebenfalls nun Sabo, der jetzt das Feuer, sprich die Sonne, in die nächste Runde des Kampfes gegen die Dunkelheit mitnimmt.
Viertens, das D im Namen einiger Leute. Die gleich Dawn bzw. Morgendämmerung. Am Ende einer Nacht folgt der Sonnenaufgang, welcher die Dämmerung verursacht. Sprich, die Sonne spielt hier eine Wahnsinnsrolle. Die Leute mit einem D im Namen repräsentieren somit diese Sonne, welche Licht ins Dunkle bringen werden und somit die Nacht beenden. Auf die Welt von One Piece bezogen, also die Leute mit einem D im Namen wie Monkey D. Ruffy, Trafalgar D. Waterlore oder Monkey D. Dragon werden dafür sorgen, dass die langanhaltende Nacht in der One Piece Welt endet, ein für alle Mal. Selbst Blackbeard wird seinen Teil dazu beitragen, auch wenn er mit seiner Teufelsfrucht die Dunkelheit symbolisiert, da bin ich mir sicher. Und selbst wenn Blackbeard nur dazu da ist, um Ruffy stärker zu machen, wird es sich lohnen. Vielleicht bringt Ruffy ja sogar auch Licht in die Dunkelheit von Blackbeard, wer weiß. Fünftens, die Herkunft von Ruffy und Co. Wusstet ihr, dass das Königreich, in dem Ruffy, Dragon und Garp geboren wurde, Dawn heißt, sprich Morgendämmerung? In diesem Königreich wuchsen ebenso auch Ace und Sabo auf. Zufall? Ich glaube nicht. Im Königreich Dawn befindet sich nämlich auch das Windmühlendorf, welches Shanks besucht hatte und es vielleicht sogar nicht nur ein reiner Zufall war, dass er dort auf Ruffy getroffen ist, ihm den Strohhut gegeben hat und somit auch den Traum von Ruffy, Piratenkönig zu werden, entfacht hat. Ebenfalls befindet sich im Königreich Dawn das Goa-Königreich, in dem Sabo und Monkey D. Dragon geboren wurden, welche heute die Revolutionsarmee anführen. Und nicht zu vergessen, der Great Terminal befindet sich ebenfalls im Königreich Dawn. Sechstens, das Schiff der Strohhüte. Anfangs die Going Merry, nun die Thousand Sunny. Hier trifft ebenfalls die Bedeutung Dawn, sprich die Morgendämmerung der Sonne zu. Nämlich die 1000 Sonnen, die der Name dieses Schiffes symbolisiert. Die 1000 Sonnen, die dazu beitragen werden, hoffentlich dazu beitragen werden und das wahrscheinlich auch wird, dass diese furchtbare, unendliche Nacht endlich ein Ende hat. Siebtens, Roman's Dawn. Hier begegnet uns erneut das Dawn, die Morgendämmerung. Roman's Dawn sind zwei Kurzgeschichten von Eiichiro Oda und sind in vielerlei Hinsicht der Vorreiter des One Piece Mangas, welche im Jahre 1996 und 1997 veröffentlicht wurden. Auch hatte das Kapitel 601 den Titel Roman's Dawn für die neue Welt, nämlich als die Strohhüte ihr Comeback nach dem zweijährigen Timeskip gefeiert haben und Ruffy den folgenden Satz zu Rayleigh sagte: Ich werde es schaffen, ich werde König der Piraten werden. Achtens, Portgast die Rouge, sprich die Mutter von Portgast die Ace. Bei der Screentime von Portgast die Rouge wurde sie stets in einer Dämmerung gezeigt, so auch als sie erfuhr, dass Roger verstorben war. Vielleicht nur eine kleine Nebensache, aber dennoch erwähnenswert. Neuntens, die Fischmenschen-Piraten, Sklaverei und der Huf des aufsteigenden Drachen. Wie wir bereits wissen, waren diejenigen, die am heftigsten unter der Tyrannei der Tenryubito gelitten hatten, die Fischmenschen selber. Sie wurden versklavt, gefoltert und unterdrückt. Jeder Sklave der Tenryubito wurde mit dem Huf des aufsteigenden Drachen gebrandmarkt. Hatte man diese Brandnarbe, so wurde man als einfacher Gegenstand klassifiziert und hatte somit auf grausame Art und Weise das Recht auf Menschsein einfach nicht mehr. So wurde auch jeder direkt als Sklave der Tenryubito identifiziert, sofern man diese Brandnarbe sah. Nicht nur die Fischmenschen, auch andere Spezies und normale Menschen waren und sind immer noch Sklaven der Tenryubito, zum Beispiel Boa Hancock und ihre Schwestern oder Koala, welche heute ebenso bei der Revolutionsarmee ist, waren Sklaven und haben diese Brandnarbe. Aber nun zum allerwichtigsten Teil, die Fischmenschen-Piraten. Diese Truppe von Piraten hat die Sklaverei der Weltregierung besiegt. Sie haben sie besiegt und etwas fundamental Wichtiges getan. Sie haben nämlich die Brandnarbe, welche einem zum Sklaven degradiert und identifiziert, sprich den Huf des aufsteigenden Drachen mit etwas überdeckt und somit weggebrannt. Richtig, mit einer roten Sonne. Und nun die finale Frage, die ich euch stelle: Welche Farbe hat denn die Sonne bei einer Dämmerung bzw. beim Sonnenaufgang?